Ihr wollt etwas trinken? Mit mir? Nein, nicht wirklich. Ich bin nur höflich. Doch ich möchte eure Hilfe. Mir wurde eine Karte gestohlen. Ich brauche sie zurück. Kenji lobt euer Geschick über alle Maßen. Ich begehe keine Untaten für euch, Fürstin Sanjo. Auch wenn Kenji euer Freund ist. Versteht mich richtig. Die Karte zeigt die Standorte der Lebensmittellager. So versorge ich die Menschen in Toyotama. Ich soll also den Dieb finden. Oh, ich weiß, wo er ist. Er versteckt sich in einer Spelunke am Drei-Wege-Quell. Ihr sollt nur die Karte zurückholen. Ich sehe, was ich tun kann. Doch wenn ihr mich belügt... Fürst Sakai, ich bin eine überaus ehrliche Haut. Fragt den Letzten, der meine Aufrichtigkeit in Frage stellte. Sein Kopf liegt jetzt draußen bei den Schmeißfliegen. Seid vorsichtig. Viele kennen den Dieb der Karte und wissen, wozu ich bereit bin, um sie zurückzubekommen. Ich konnte ich das nicht. Der Drei-Wege-Quell. Doch wo ist die Spelunke? Brava, Kage. Moment mal. Komm! Du wirst sterben! Vorsicht! Yeah!
Schnell, Kage! Das muss die Spelunke sein. Verlassen. Hallo? Die Karte gehört mir. Geht weg! Ich bin Jin Sakai. Macht auf! Ja, und ich bin Amaterasu, Göttin der Sonne. Nein! Ich muss anders hineinkommen. Ihr müsst Amaterasu sein. Wo ist die Karte? Vergebt mir, mein Herr. Ich habe sie nicht. Ronin haben mich hierzu angestiftet. Ich sollte euch hereinlocken. Eine Falle. Sie wissen, dass euch Fürstin Sanjo schickt. Sie wollen die Karte gegen Geld eintauschen. Samurai, kommt heraus. Ich habe ein Angebot für euch. Bleibt hier. Ja, mein Herr. Wie ich höre, sucht ihr nach der Karte von Fürstin Sanjo. Ich könnte sie euch verkaufen, wenn der Preis stimmt. Ich verhandle nicht mit Dieben. Mag sein, aber ihr erledigt Botengänge für sie. Gebt mir sofort die Karte, oder ich hole sie mir. Und man sagt, ihr hättet keinen Sinn für Humor. Ihr seid in der Unterzahl. Ihr wollt die Karte? Bezahlt dafür. Ich frage nicht nochmal. Tötet ihn! Tötet den Samurai! Drei muss die Karte haben. Hier ist sie. Nicht jemand? Abstand!
Großen! Hey, Tübe! Ich habe eure Karte. Ich hoffe, es war nicht zu beschwerlich. Schließlich hungern die Menschen von Toyotama. Und ihr gebt ihnen Nahrung. Nicht wahr, Fürstin Sanjo? Ich sagte doch, dies ist mein Zuhause und mein Volk. Es verhungert. Ich kann und ich werde es ernähren. Dann halte ich mich daraus. Danke, Fürst Sakai. Friedlich es hier ist.
Was ist das für ein Ort? Ich dachte, ihr wärt Fürst Jinroku, doch ihr seid noch ein Samurai. Willkommen, mein Herr. Noch ein Samurai? Habt ihr nicht von Fürst Jinroku gehört? Er ist ein legendärer Samurai. Ich würde ihn gerne treffen. Wann kommt er zurück? Bald. Esst mit uns zu Abend. Vielleicht erzählt er euch eine seiner Geschichten. Ich bin zurück von meiner gefährlichen Mission. Keine Sorge, mir geht es gut. Oh, ich hatte keinen Besuch erwartet, aber natürlich freuen wir uns, dass ihr hier seid. Danke. Mir war nicht klar, dass andere Samurai überlebt haben. Was für eine grausame Schlacht, nicht wahr? Die Strände von Komatsu waren blutrot an jenem schrecklichen Tag. Die Schlacht war bei Komoda. Natürlich, vergebt mir. Ich bin müde vom Reiten. Bitte, Nabe wird euch das Bad zeigen. Wir unterhalten uns beim Essen weiter. Bitte folgt mir, mein Herr. Was wisst ihr über Fürst Jinroku? Er erzählt uns alles. Wäre er nicht gewesen, hätten wir die ganze Insel verloren. War er bewaffnet, als ihr ihn traft? Er hat alles gegeben, um Tsushima zu retten. Außer sein Pferd. Es ist im Stall. Mein Bart kann warten. Ich will mir das Pferd ansehen. Ein Ackergaul. Kein Schlachtross. Normales Werkzeug. Nichts Außergewöhnliches. Ich kenne diesen Sattel. Er gehört der Fürst Higuchi. Jinroku ist kein Samurai. Ich bringe ihn zum Reden. Wo ist Jinroku? Er ist fort, kurz nachdem ihr ins Bad seid. Es war wohl sehr wichtig. Ich finde ihn. Wir müssen reden. Bleib stehen, du Narr! Halt, bevor es zu spät ist! Ich möchte euch nicht töten. Halt! Ich habe niemandem Leid zugefügt. Ich fordere euch zum Duell heraus. Ihr wollt kämpfen? Ja, es ist der einzige Weg. Wenn ihr das wünscht, nehme ich an.
Ich will nicht sterben. Ich ergebe mich. Es tut mir leid. Sagt mir, wer ihr wirklich seid. Ich bin niemand. Ich versuche nur zu überleben. Ihr gebt euch als Samurai aus und bringt Schande über den Namen. Und ihr nutzt diese Frauen schamlos aus. Ich weiß. Bitte, mein Herr, lasst mich am Leben. Ich werde nie wieder dorthin zurückgehen. Verschwindet. Und wenn ich euch je wieder mit dieser Rüstung sehe, beenden wir unser Duell. Ich habe niemandem Leid zugefügt. Narr. Ich muss diesen Frauen die Wahrheit sagen. Willkommen zurück. Jinroku ist nicht der, für den ihr ihn hieltet. Er war gar kein Samurai. Ah, er hat euch die Wahrheit erzählt. Ihr wusstet, dass er lügt? Er schien harmlos und wir genossen seine Gesellschaft. Ich hoffe, ihr habt ihn nicht getötet. Er lebt. Doch er wird nicht zurückkommen. Ich sage den anderen, dass er eine wichtige Mission hat. Wir kamen ohne ihn zurecht. Das werden wir wieder. Mein Herr, seid ihr auch hier, um der Asamo-Liga zu helfen? Noch nie davon gehört. Bauern und Fischer haben sich gegen die Mongolen zusammengetan. Ich kam aus Ariake, um sie auszubilden. Ich bewundere ihre Tapferkeit. Wie geht die Ausbildung voran? Sie sollten mich schon vor Stunden hier treffen. Ich wollte sie gerade suchen. Ich reite mit euch.
Hier! Ihre Anführer sind in einem Gehöft in der Nähe. Sie werden wissen, wo der Hundetrupp ihr Lager hat. Als Kind träumte ich davon, ein Samurai zu werden. Jetzt reite ich neben einem echten. Doch ihr wisst, wie man kämpft und mit Pferden umgeht. Mein Dorf an der Küste wurde ständig von Piraten geplündert. Sie töteten meine Eltern, als ich jung war. Ich lernte, mich zu verteidigen. Ich hoffe, mein leidvoll erworbenes Können kann den Leuten hier von Nutzen sein. Kein großer Unterschied zu dem. Dort vorne brennt es. Das Bauernhaus. Mäht sie nieder. Sündige Mutter. Hilfe! Das sind die Männer, die ich treffen sollte. Wenn die Mongolen sie gefunden haben, dann vielleicht auch den Haupttrupp. Ich hätte früher kommen müssen. Wir können die anderen warnen. Hört ihr? Sie können den Haupttrupp entdeckt haben. Wir müssen ihnen helfen. Schnell, mein Herr! Wartet! Wir sind zu spät. Wir können nicht alle retten. Dann werde ich die Toten rächen. Ein Samurai bewahrt Ruhe vor einem Kampf. Wartet! Ihr werdet für eure Verbrechen bezahlen! Ihr habt Talent, doch ihr seid bei eurem Ansturm fast gestorben. Machen euch die Mongolen nicht wütend? Die wichtigste Waffe eines Samurai ist er selbst. Ohne Kontrolle riskiert ihr zu verlieren. Verstehe. Ich sollte nach Hause zurück und meine Gefühle beherrschen lernen. Kämpft weiter. Wir brauchen Leute wie euch. Doch vergesst die Lektion nicht. Das werde ich, mein Herr. Ich stelle eine Armee zum Kampf gegen die Mongolen auf. Schließt euch uns doch an. Ich hätte es wissen müssen. Ihr seid der Geist. Mein Herr, seid euch meiner Hilfe gewiss. Yeah.